Falls ihr das Let's Play von mir angesehen haben solltet, werdet ihr euch wahrscheinlich erinnern, falls nicht. Ja. Solltet ihr es auf jeden Fall euch anschauen, damit ihr wisst, also falls ihr es euch ansehen wollt, damit ihr wisst, wovon ich spreche hier. Und nein, nicht nochmal wegspülen. Das Wasser ist ekelhaft. Ich will nicht wissen, was in dieser Brühe alles drin ist, wenn die so komisch blau ist oder lila. Scheiße, das werde ich nicht schaffen. Oder, komm, ach, shit. Von mir aus kann es jetzt aufhören, danke. Ah, klasse. Da muss ich in den richtigen Moment wieder abwarten. Vor allem wirklich, das Wasser ist lila, das ist nicht blau. Definitiv nicht blau. So, vergiss es, Fledermaus. Du schickst mich nicht in den Tod, du auch nicht. Okay, gibt es auch bald noch ein Ziel hier? In diesem Level, in diesem Abschnitt, was auch immer? Weil ich will nicht hier noch sterben. So, kurz vorm Abschnitt oder sowas. Scheiße. Oder... Ach, shit. Okay, ich lebe scheinbar noch. Wunderbar. Ja, dann wäre ich eben von der Fledermaus umgebracht. Auch gut. Ah, verdammt. Na gut, wenigstens weiß ich jetzt, wovor ich am meisten aufpassen muss. Nämlich vor diesem Wasser. Aber ich freue mich trotzdem. Ja, wahrscheinlich muss ich diesen Fledermaus da als Hilfsmittel benutzen. Weil einen höheren Sprung kann Mickey ja leider nicht da machen. Toll. Jetzt habe ich das Wasser wieder erwischt. Das war ja so klar. Mickey ist einfach nicht schnell genug. Ja, das Dumme ist, man kann ja nicht rennen. Ich glaube, zweimal in dieselbe Richtung. Nee, bringt auch nichts. Mickey hat das Rennen. Ah, das gibt's nicht. Die Decke erwischt mich da so blöd. Ja. Das Rennen hat Mickey in diesem Spiel leider nicht gelernt. Ja, braucht er ja auch nicht unbedingt. Das braucht nicht jeder Videospielcharakter unbedingt rennen können, um wirklich voranzukommen. Weil Mickey schafft es auch ohne Rennen hier an dieser Wasserstelle durchzukommen, auch wenn es Zeit kostet. Scheiß auf die Murmeln. Warum habe ich hier eigentlich immer noch Murmeln? Ich meine, wir sind jetzt... Wir müssen jetzt Steinbrocken oder sowas bekommen, weil das Spielzeuglevel ist schon vorbei. Wie auch immer. Machen wir es halt weiter mit Murmeln, weil Steinbrocken wollen die uns wohl nicht geben. Eventuell schon brutal oder so. Und wahrscheinlich nicht passend für ein Mickey-Maus-Spiel. Von daher... du hast mich noch erwischt. Scheiße. Egal. So. Gut, jetzt muss ich es nur... Scheiße. Ja, das muss ich anders machen. Ich muss auf den richtigen Moment warten, so dass ich jetzt rübergehe. Ich weiß nicht, wie ich da den richtigen Moment abpassen soll. Eventuell einmal so springen und... Die Fledermaus von unten muss auf jeden Fall kommen. Moment, das kriege ich noch hin. Ich muss noch auf den richtigen Moment warten und gucken, wie das Wasser fließt. So, hoch. Klappt's jetzt? Nein, die Fledermaus kommt immer noch nicht. Ja, dann muss ich noch weiter nach links, bis die Fledermaus soweit... Die will nicht kommen. Ich will auf jeden Fall die untere Fledermaus, dass die, ja, erscheint. Und solange die nicht erscheint, gehe ich mir nicht zufrieden, hier rüber zu gehen. Ich muss noch weiter nach links. Okay, dann muss ich wohl auf diese Plattform hier tatsächlich drauf. Na, dann kommen aber beide. Das macht das Ganze hier schwer. Und wenn ich jetzt hier durchrenne, dann kann ich es auf jeden Fall ganz vergessen. Deswegen weiß ich eigentlich nicht, wie ich das jetzt am besten schaffen soll. Weil ja wirklich beide Fledermäuse kommen. Das macht das Ganze wirklich schwierig. Am besten wäre es, wenn ich wenigstens zwei... Okay, das muss ich anders machen. Wenn ich wenigstens noch zwei Lebensbalken hätte und, naja, das wäre dann... Ich habe eine Idee, Leute. Mir kommt da gerade wirklich die perfekte Idee, wie ich das schaffen kann. So, und... Ach, verdammt. Aber so in etwa werde ich das auf jeden Fall jetzt versuchen. Dass ich von unten einfach mal auf diese Fledermaus drauf springe. Weil das könnte klappen. Nein, es reicht nicht, Oh, shit. Diesmal vom Wasser weggespielt, aber ich hab's raus. Ich weiß, wie es auf jeden Fall in etwa gedacht sein muss. Ich muss nur noch Scheiße umsetzen. Ja, wenn ich nicht mal vergesse, dass das Wasser da noch ist. Was natürlich jetzt ein sehr dummer Fehler war. So... Verdammte Abwasserkanalisation, verdammte Wasserruine, das ist doch mies. Okay. Jetzt einfach nur langsam und genüsslich hier durchgehen. Ich habe noch vier Leben, ich muss aufpassen, was ich jetzt als nächstes tue. Weil Game Over wollte ich in diesem Spiel nicht gehen. So viel steht fest. Und ich glaube, es gibt hier noch nicht mal ein Continue, ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Und deswegen werde ich jetzt einfach versuchen, möglichst zu vermeiden, null Leben zu kriegen. Das würde mich sehr ärgern, wenn ich es nicht schaffen würde. So, komm Mickey, das schaffen wir noch bis zu dieser Plattform. Bevor mich diese Fledermaus da erwischt. Okay, jetzt bin ich wieder an meiner Lieblingsstelle. Also ja, das war dumm. Okay, einen Moment warten, bis das Wasser weg ist und jetzt los. Komm schon und ja.
Okay, ich hab's geschafft, auf diese Plattform zu landen. Yay, yeah, ich hab's drauf. Und dann, oh ja, toll, hätte ich auch ganz normal hinlaufen können. Warum mache ich mir das so schwer? Ich muss so kurz vom Ziel. Und wir sind schon beim Boss. Es ist ein Totempfahl? Oder sowas in der Richtung. Ah, nein, 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 es ist. Ach du Scheiße. Irgendwie so ein Amphibien. Kappa, irgendwie sowas in der Richtung. Wo ich einfach nur auf den Kopf springen muss. Ist ja nicht wirklich schwer. Weil. Ja, das Vieh einfach nur so. Oh, von wegen. Einfach nur so dumm rumhüpft. Und ich einfach nur richtig drauf springen muss. So, jetzt warte ich auf den richtigen Moment und springe genau richtig drauf. Wunderbar. Ich glaube, nur noch ein Treffer und dann habe ich es geschafft. Nein, du kannst scheiße. Okay. Das war scheiße. Na gut. Noch ein Versuch. Diesmal schaffe ich es aber hoffentlich. So, jetzt ja, von ganz oben gleich auch noch. Scheiße. Ja, toll. Verliere gleich meine ganzen Leben. Gut, den Sprung muss ich abwarten und genau dann im richtigen Moment drauf springen. Jetzt habe ich wenigstens wieder einen Überblick, wann und wo das Vieh rausspringt. So, jetzt kommt Nummer 4. Der springt wieder weiter. Und der letzte, der springt ja ganz weit. Deswegen stehe ich jetzt mal ganz hier hinten. Ah, fast. Scheiße. Ah, okay, okay, das war knapp. Und, ach, fast. Ganz knapp. Oh, zwei Leben noch, verdammt, verdammt, verdammt. So, gut, jetzt warte ich hier am besten zwei Sprünge ab bei dem ersten. So, wunderbar. So schwer ist er eigentlich nicht. Und hier kann ich auch nochmal zwei Sprünge abwarten. Und jetzt sollte ich beim ersten Sprung schon direkt angreifen. Damit ich da keine großen Probleme habe. Hoffentlich hat er nicht noch irgendwas Fieses parat. Das würde mich richtig aufregen. Okay, und die letzte Sprungphase und erledigt, oder? Ja, wir haben es geschafft, Leute. Das war der dritte. Und das ist diesmal ein lilaner oder gelber Kristall? Vielleicht gelb. Du bist eine mutige Maus. Schreite weiter voran. Du kannst noch nicht, du kannst dich noch nicht ausruhen, bis Winnie gerettet ist. Und was ist das jetzt für ein Juwel? Farbe wäre nicht schlecht gewesen. Also in meinen Augen ist es so eine Mischung aus Lila und Gelb. Irgendwie. Naja, die Farbgestaltung des Mega Drive war wohl nicht die beste. Okay. Wir haben schon mal fast die Hälfte des Spiels geschafft. Und dann kommen wir zur vierten Tür, ne? Doch nicht? Ach, jetzt geht's aufwärts. Okay, dann ist das... Also diesbezüglich wie in der Master System Version, dass man irgendwann hochschreitet. Hier ist eine weitere Tür. So, was ist in diesem Raum? Es ist eine Bücherei. Viele Bücher, viele Bücher, viele, viele Bücher. Und viele Gläser. Oh Gott. Ja, diese Bücherei... Buchstaben, die mich angreifen. Okay. Bei dieser Bücherei weiß ich jetzt nicht, was hier abgeht. Jetzt kann ich wieder Äpfel finden, die ich werfen kann. Klasse, in einer Bücherei. Wo ich vom Buchstaben hier geplättet werde. Auch nicht schlecht. Oh, Bücherwürmer gibt's ja auch. Oh, was soll das hier dastehen? Auf jeden Fall sind's Würmer. Und dementsprechend würde der Name Bücherwurm in diesem Fall sehr gut passen. Und hier ist Milch. Ich gehe einfach mal so in ein Glas Milch. Und lande mal in ein Süßigkeitenland, in Schlaraffenland. Oder sowas in der Richtung. Wo alles sehr lecker aussieht. Leute, dieses Spiel macht mich hungrig. Oh Gott, hier muss ich vernünftig rüber und schneller wahrscheinlich auch noch. Ich denke mal, dass diese Flüssigkeit mich töten kann. Sieht aus wie Sahne oder so. Ja, sogar Sahne ist hier. Ah, tödlich. Wahrscheinlich. Oh, ich lebe noch, ich lebe noch. Und was sind das für... Okay, die Flüssigkeit tötet mich. Aber ich wollte wissen, was diese roten Glibberdinger darstellen sollen. Da kann ich jetzt nämlich auch nicht wirklich draus erkennen auf die Schnelle. Was das darstellen soll. Sieht auf jeden Fall auch ziemlich trollig aus. Und... So, 1, 2, heppa. Warten, springen und fallen lassen. Und nochmal. Wunderbar, diesmal habe ich es geschafft auf diese Seite. Eine Bonbonbrücke, yay. Ach du Scheiße. Das erinnert ein klein bisschen an Super Mario Bros. An diese fliegenden Fische auf einer Brücke. Wobei das ein bisschen heftiger aussieht. Als es eigentlich ist. Na egal. Hier können wir in der Sahne sterben. Bei Super Mario ist es in Wasser. Wobei, in Wasser kann Mario auch, aber auch nur an bestimmten Stellen schwimmen. Sogar die Bonbons fallen hier teilweise mal runter, weil sie nicht fest genug genagelt sind. Und wir können sogar auf Waffeln stehen bleiben, auch nicht schlecht. Die sich mal hier so locker rotieren können. Ach ja, die Fantasiewelten, einfach nur toll. Dass sowas überhaupt, ja, in Fantasiewelten ja, dargestellt wird und wir sind am Ziel. Wie? Wir bekommen ein Gratisjuwel? Naja, okay. Nimm das grüne Juwel. Nun versuche weiter vorzukommen.
den Studentenraum. Verschwende keine Sekunde, um ihn nicht zu retten oder so. So schnell kann ich nicht lesen. Muss ich jetzt wieder zurück? Sieht so aus. Das war aber jetzt wirklich ein ziemlich simples Level. Das war also der... Ach, es geht höher. Okay, ich verstehe. Deswegen soll ich hier weiter voranschreiten in diesen Studentenraum. Aber... Ja, wer hätte eigentlich gedacht... Oh, scheiße, hier bricht alles zusammen. Wer hätte eigentlich gedacht, dass überhaupt... ja. Hier in dieser Welt eigentlich ein Schlaraffenland sich befindet. Hoffentlich gibt es ja auch stellenweise noch Abschnitte. Sonst sehe ich hier schwarz, dass ich hier heile durchkomme. Vor allem so, natürlich. Na gut, auf jeden Fall drei Juwelen würden mir jetzt noch fehlen.